Wenn westliche Firmen hier mit ihren Marken in China aufschlagen, muss man in der Regel die Marke übersetzen, so dass sich die Leute hier den Namen ordentlich merken können und dass sie ihn vor allem auch ordentlich aussprechen können. Ich würde gerne heute ein bisschen was darüber erzählen, wie man so eine Übersetzung macht und auf was man da achten muss. Das erste Beispiel, über das ich gerne sprechen würde, ist Starbucks. Starbucks heißt auf Chinesisch Xingbake. Ich habe das hier mal eingeblendet. Jedes Zeichen entspricht einer Silbe und jede Silbe hat eine bestimmte Betonung. In dem Fall kann man die Betonung unten an der Lautschrift ablesen. Die Stimme bleibt erst oben. Das erkennt man an dem Akzent und am Ende fällt sie ab. Xingbake. Wie kommt man da jetzt drauf? Xing ist einfach nur eine 1:1 Übersetzung von Star, das heißt nämlich Stern. Bake ist eine phonetische Übersetzung. Das heißt, man guckt sich an, wie lautet der Name oder der Begriff im Original, beziehungsweise wie klingt er, und sucht sich Silben oder Silbenkombinationen im Chinesischen, die so ähnlich klingen. Genau das ist bei Bake der Fall, was am ehesten nach Bugs klingt. Das ist also die Idee, eine Kombination aus 1:1 Übersetzung und phonetischer Übersetzung. Komplett phonetisch übersetzt ist Siemens. Siemens heißt auf Chinesisch Ximenze. Die drei Silben bedeuten für sich alleine einfach nur Westen, Tür und Sohn. Macht für sich jetzt keinen besonders großen Sinn, aber stört auch nicht. Insofern ist es okay, eine rein phonetische Übersetzung. Ich habe hier mal eine Werbung von Siemens eingeblendet für Küchengeräte und da kann man sehr schön sehen, wie die den Markennamen handhaben. Und zwar belassen die das Originallogo oben links, so wie es auch in Deutschland verwendet wird. Im Fließtext unten rechts benutzen sie aber den chinesischen Namen. Dort taucht der westliche Name nicht mehr auf. Bei Peakboard haben wir eine Kombination aus diesen Methoden genommen. Peakboard heißt auf Chinesisch nämlich Benfangban. Die zweite und die dritte Silbe, Fangban, ist einfach nur eine 1:1 Übersetzung. Fang ist die Spitze und Ban ist das Board, so wie auch eine Tafel. Das Ben verleiht der ganzen Sache einfach nur einen gewissen dynamischen, sehr ausgeglichenen Charakter und ist eigentlich nur schmückendes Beiwerk. Das Ben selber kommt auch in Benji vor. Das ist der chinesische Markenname von Mercedes, der wiederum, das ist jedenfalls meine Vermutung, eine phonetische Übersetzung von Benz ist. Ja, im Wesentlichen, das waren eigentlich die beiden Methoden, mit denen man einen Markennamen übersetzt, entweder über die Bedeutung oder über die Phonetik. Eigentlich lassen sich alle übersetzten Markennamen auf eine der beiden Methoden reduzieren. Ich hoffe, es war spannend für euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.